willkommen beim Schweizer Leberpatientenverein Swiss HEPA. Heute mit dem Interview mit PD Dr. Christoph Jüngst, Oberarzt an der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie am Universitätsspital in Zürich. Mit dem Themenbereich Knollenblätterpilze, toxische Schäden. Meine erste Frage, also zuerst herzlich willkommen, Herr Dr. Ja, grüß Sie, Frau Wobzin, hallo. Und meine erste Frage natürlich, was sind Knollenblätterpilze? Also ich bin ja kein Pilzspezialist, aber ich habe mich da natürlich auch kundgetan, was das tatsächlich für eine Pilzart ist. Und Knollenblätterpilze sind Lamellenpilze. Und was die halt auszeichnet, ist, dass die Knollenblätterpilze so einen bestimmten Giftstoff haben, das Amatoxin. Und dieses Amatoxin, das ist eben extrem giftig. Und da reicht schon eine ganz geringe Dosis von dem Knollenblätterpilz, die tödlich sein kann. Also Knollenblätterpilze sind wirklich gefährlich. Was sind die Schädigungen oder wie schnell geht denn das? Das geht ziemlich rasch und man hat erstmal so ein bisschen Ruhe die ersten Stunden, aber danach so ja, 6 Stunden etwa kommt es zu Durchfall. Das kann blutiger Durchfall sein, der kann sehr heftig sein. Also es ist erstmal ein Schaden am Darm und dann kommt aber so nach einem Tag etwa der Schaden an der Leber. Und das ist das Amatoxin, das dann die Probleme macht. Dann schädigt es die Leber so, dass dort die Proteine nicht mehr richtig gebildet werden können. Die Leberzellen gehen kaputt und so kommt es zum Leberversagen. Und zudem geht auch noch die Niere kaputt. Also 2 wichtige Organe, die recht rasch dann starke Schäden bekommen. Wie ist die durchschnittliche Latenzzeit? Also die ist sehr, sehr kurz. Ja. Es gibt so verschiedene Phasen, die wir einteilen können. Das hatte ich gerade schon so kurz mal angesprochen. Die erste Phase verläuft asymptomatisch in der Regel. Das heißt, da spürt man nichts. Das sind die ersten 6 Stunden. Und dann geht's los mit diesen Durchfällen. Starke Durchfälle, blutige Durchfälle, Übelkeit, Erbrechen. Man kann richtig da dehydrieren. Das heißt, die ganz so viel Flüssigkeit verlieren, dass man auch vom Kreislauf schlecht wird. Und dann innerhalb von tatsächlich einem Tag schon kommt es dann zum Leberversagen. Also es ist etwas, was dramatisch schnell verläuft. Da sehen wir sehr selten bei den Leberschäden, dass das wirklich so rasch verläuft. Was sind zusätzliche Symptome dazu? Also nach denen ich greifen kann? Ja, die greifen. Am ehesten wird sie der Durchfall belästigen, der auftritt. Und man kann das vielleicht so grob einteilen, wenn so der Durchfall sehr früh ist nach diesem Pilzgericht, dann ist es wahrscheinlich nicht ein Knollenblätterpilz gewesen, so die ersten 2-3 Stunden. Wenn das später kommt, so nach 6 Stunden, dann ist das wahrscheinlicher, aber das ist nicht immer hundertprozentig. Also da kann man sich nicht 100% drauf verlassen. Vielleicht hat man ja auch verschiedene Pilze gegessen und die machen alle Probleme und dann hat man schon früh den Durchfall von dem einen und den Knollenblätterpilz nach dem anderen. Also Durchfall, Übelkeit, Erbrechen ist das Erste, was kommt. Das merkt man und dann sollte man also schon sehr, sehr hellhörig sein, wenn sowas nach dem Pilzverzehr auftritt. Mit einem Schmunzeln, aber trotzdem, wer ist gefährdet? Tja, das sind natürlich alle, die Pilze nicht im Supermarkt kaufen, sondern die zum Sammeln gehen in die Wälder. Und wenn man sich jetzt nicht optimal auskennt und diesen Knollenblätterpilz sich nicht vorher gut angesehen hat, dann ist man gefährdet. Das ist so. Wie kann man sich schützen? Also zum einen sich natürlich vorher informieren, was für Pilze sammle ich, wo gibt es möglicherweise Risiken und wo finde ich diese Knollenblätterpilze. Und dann, wenn man dann Pilze gesammelt hat, man ist sich nicht ganz sicher, dann gibt es so Pilzkontrollstellen. Und da gibt es auch eine Webseite, da kann man nachsehen, wo ist dann die nächste Pilzkontrollstelle in meiner Gegend. Und da kann man die eigentlich dann zeigen, diese Pilze. Und dann ist man auf der sicheren Seite, wenn die freigegeben werden von wirklichen Pilzspezialisten. Und was kann ich dann bei einem Verdacht auf eine Vergiftung tun? Also wenn ich so ein bisschen Beschwerden habe, vielleicht ein bisschen Oberbauchbeschwerden und Durchfall, dann kann man sich erstmal informieren. Es gibt so eine 24-Stunden-Notrufnummer von Toxinfo Swiss 145. Das wäre der erste Schritt, wenn es noch nicht ganz schlimm ist. Und es kommt sowas und braucht erstmal noch mal ein bisschen Hintergrundinformationen. Wenn Sie aber wirklich Beschwerden haben, ordentliche Durchfälle, und das ist jetzt schon so 6 Stunden her und dann geht's los, dann würde ich nicht lange da telefonieren, sondern eigentlich gleich die Ambulanz rufen und man muss in die Notaufnahme vom nächsten Spital gebracht werden. Wie wird dann eine Knollenblätterpilzvergiftung behandelt beim Arzt? Ich habe Ihnen ja vorher schon geschildert, das ist eine
recht dramatische Geschichte. Also man hat am Anfang das Problem, dass man viel Flüssigkeit verliert. Das muss natürlich ersetzt werden. Und dann geht auch bald die Leber kaputt. Das heißt, man muss diese Patienten eng überwachen. Die werden also in der Regel auf einer Wachstation oder auf einer Intensivstation sogar behandelt. Und dann wird man versuchen, dieses Gift rauszubekommen. Und das klappt auf der einen Seite mit so einer ganz einfachen Sache wie Aktivkohle. Da kann man das im Darm binden und entfernen. Und das andere ist, es gibt so ein Antidot, so ein Gegenmittel, das Silibinin. Das gibt man auch über die Vene. Und dadurch wird dann die Aufnahme von diesem Gift in die Leberzelle gehemmt. Und so wird man diese toxische Wirkung von diesem Pilz, von dem Amatoxin los. Wie lange dauert dann so eine Behandlung? Also ist das ein Tag oder braucht das länger? Das braucht ein bisschen länger, bis sich die Leber wieder erholt, weil das eben ganz schnell läuft und die hat wirklich einen starken Schaden. Und hier kann innerhalb von kurzer Zeit kann es hier zu großen Zelluntergängen kommen. Aber die ersten Tage werden dann wahrscheinlich so zeigen, in welche Richtung es geht. So. Und ob sich die Leber wieder erholt oder wenn es ganz schlimm geht, kann es sein, dass man sogar eine Lebertransplantation braucht, um das zu überleben. Meine letzte Frage dann natürlich, als Sie als Spezialist, was kann ich tun, dass mir das nicht passiert? Also, ich muss mich gut informieren über die Pilze. Wenn ich den nicht so genau kenne, denke, der ist irgendwie ein bisschen komisch, dann eben bei dieser Pilzkontrollstelle vorzeigen und dann können die einem eben das freigeben oder eben auch nicht. Und wichtig ist eben wirklich, wenn die Beschwerden kommen, dass man dann rasch handelt, nicht noch sich ins Bett legt und sagt, ich lege mich jetzt erst nochmal hin mit den Pilzen. Da würde ich jetzt nicht lange fackeln, sondern wirklich dann, wenn es unklar ist, nochmal telefonisch informieren. Das ist eine 24-Stunden-Notrufnummer. Oder gleich ins nächste Spital. Und was auch wichtig ist, dass man sich überlegt, wer hat denn da noch mitgegessen? Und auch die müssen informiert werden, die müssen auch mit ins Spital, die müssen mitbehandelt werden, weil das ist, wenn man sich das überlegt, diese Schädigung durch die Behandlung ist nicht groß. Aber wenn man an so einem Knollenbitterpilz zu lange wartet mit der Behandlung, dann ist es wirklich dramatisch. Also schnell handeln ist bei dieser Knollenbitterpilzvergiftung wirklich an Nummer eins. Das heißt eigentlich, als Patient, man soll vorausdenken, sich schützen und richtig reagieren. Genau, das muss man machen. Vorausdenken, vorinformieren und wenn dann wirklich ein Problem auftritt, dann schnell sein. Und man hat aber auch immer noch eine Infonummer zur Hand, wo man sich dann informieren kann, rund um die Uhr. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Jüngst, für dieses verständliche und hilfreiche Interview, das für Patienten eine zusätzliche und wichtige Informationsquelle ist. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank auch an Sie, Frau Bobzin, für die Einladung zu dem Interview und zu dem Vortrag zu dem Thema.